Der 450-Euro-Job ist kein 450-Euro-Job mehr. Es gibt ein paar Änderungen bei dem Minijob und was das genau ist, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und den 450-Euro-Job, den gibt es schon seit 2013, also fast 10 Jahre lang und seitdem wurde der auch nicht wirklich angepasst. Der Minijob, also 450-Euro-Job, ist genau das gleiche, ist deswegen günstig, weil du als Arbeitnehmer fast keine Abgaben hast. Das heißt, du kannst in einem 450-Euro-Job tatsächlich brutto gleich netto verdienen und musst keine Sozialabgaben oder Steuern zahlen auf deinem Bruttogehalt. Und du musst diese Einkommen tatsächlich auch nicht in deiner privaten Einkommensteuererklärung mehr angeben. Das heißt, das, was du bekommst, darfst du tatsächlich dann auch behalten. Und auch für den Arbeitgeber ist das Ganze ziemlich interessant, weil die Sozialabgaben und Steuern pauschal bezahlt werden vom Arbeitgeber und das Ganze ist meistens günstiger als bei einem voll sozialversicherungspflichtigen Job. Bei diesem Minijob hat sich jetzt etwas verändert und zwar ab dem 1. Oktober 2022. Der 450-Euro-Job ist jetzt nämlich ein 520-Euro-Job. Du kannst deinen Mitarbeitern jetzt bis zu 520 Euro im Monat zahlen, ohne dass sie sozialversicherungspflichtig werden. Warum war das Ganze notwendig? Seit 2013 gibt es diese 450-Euro-Grenze. Das heißt, du konntest deinen Mitarbeitern sozialversicherungs- und steuerfrei 450 Euro im Monat zahlen. Der Gesetzgeber hat aber einen Mindestlohn eingeführt, der auch regelmäßig angepasst wird. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass du Aushilfen zwar nur 450 Euro zahlen konntest, aber einen gewissen Mindestbetrag pro Stunde zahlen musstest. Und das hat in vielen Branchen und vielen Bereichen dazu geführt, dass die Aushilfen immer weniger arbeiten konnten, weil sie halt einen Mindestbetrag hatten, den sie pro Stunde verdienen mussten, dann aber einen Maximalbetrag, bis zu dem sie verdienen konnten. Und das hat dann tatsächlich in vielen Bereichen dazu geführt, dass die Aushilfen immer weniger arbeiten konnten. Und natürlich gibt es auch noch weitere Effekte, zum Beispiel die Inflation. Wenn jedes Jahr das Geld weniger wert wird, dann ist tatsächlich das am Ende auch eine Abwertung von der 450 Euro, weil vor 10 Jahren oder 2013 konnte ich mit 450 Euro schon mehr machen als in diesem Jahr. Und deswegen war es notwendig, das anzupassen. Wir brauchen uns gar nicht jetzt daran zu gewöhnen, den Job 520-Euro-Job zu nennen, statt 450-Euro-Job. Einfach, weil jetzt tatsächlich diese Grenze für den Minijob, also die 520 Euro, wurden gekoppelt an den Mindestlohn. Der Gedanke ist jetzt, dass Aushilfen, also Minijobber, bis zu 10 Stunden pro Woche arbeiten können. Das heißt, in Zukunft wird es so sein, jedes Mal, wenn der Mindestlohn angehoben wird, wird auch entsprechend die Minijob-Grenze angehoben. Liegt jetzt aktuell bei 520 Euro, in Zukunft wird sie mit jeder Anhebung des Mindestlohns auch nach oben angepasst. In diesem Zusammenhang bekomme ich relativ häufig eine Frage und zwar, muss ich jetzt allen meinen Minijobbern plötzlich 70 Euro mehr bezahlen? Wenn ich jetzt 450 gezahlt habe, muss ich denen jetzt automatisch eine Gehaltserhöhung geben, weil das jetzt ja 520 Euro Job ist? Nein, musst du nicht, wenn du sowieso über Mindestlohn bezahlst. Wenn du natürlich unter Mindestlohn bezahlst, dann musst du auch den Stundensatz anheben. Aber wenn du beispielsweise jetzt schon 15 Euro pro Stunde zahlst und dein Aushilfe 30 Stunden im Monat arbeitet, dann sind das 450 Euro gewesen. Das bedeutet jetzt nicht, dass du denen jetzt automatisch eine Gehaltserhöhung geben musst. Absolut gar nicht. Aber du könntest halt jetzt bis zu 520 Euro zahlen, ohne dass du die Abrechnung dieser Gehaltsabrechnung veränderst. Das heißt, entweder eine Gehaltserhöhung oder einfach mehr Stunden. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Flexibilität. Und Minijob, also 520-Euro-Job, bedeutet nicht, dass du zwingend 520 Euro bezahlen musst. Du kannst auch weiterhin 450 zahlen oder 400 oder 300 oder 200. Das kannst du vollkommen frei mit deinem Angestellten vereinbaren. Und es gibt noch einen Tipp, den ich dir unbedingt an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchte. Und zwar sind die pauschalen Abgaben für so einen Minijob gar nicht mal so hoch. Und es kann durchaus sein, dass dein persönlicher individueller Steuersatz höher ist, also 42% oder 45%. Und es kann durchaus sein, dass das relativ attraktiv ist, dass du dieses Minijob-Verhältnis benutzt zum Steuern sparen. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich viele Jahre selbstständig war und meine Frau hat mir regelmäßig bei meiner Selbstständigkeit geholfen. Also bei den E-Mails bearbeiten, bei Angeboten und generell so Bürotätigkeiten. Und ich habe ihr dafür natürlich nie Gehalt bezahlt. Weil wir hatten eh eine Kasse, in der wir zusammen gearbeitet haben. Das heißt, alles lief auf ein Konto und dann haben wir halt davon gemeinsam gelebt. Warum sollte ich ihr ein Gehalt bezahlen? Das kann aber durchaus attraktiv sein, weil die Lohnnebenkosten für einen Minijob in der Regel niedriger sind als der individuelle Steuersatz. Und in solchen Fällen ist es finanziell ziemlich attraktiv, wenn ich meine Frau angestellt hätte und ihr ein Gehalt bezahlt hätte. Wir hätten dadurch durchaus erheblich Steuern gespart. Wie dieses Modell genau funktioniert, da habe ich schon mal ein vertiefendes Video zu aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Wenn das Ganze bei dir also auch der Fall sein sollte, dass du entweder Familienangehörige oder aber Freunde hast, die dir regelmäßig bei deiner Selbstständigkeit helfen, dann schau da unbedingt einmal vorbei.
Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein wenig weiterhelfen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns auch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du dir allerdings denkst, dass das kein Thema ist, mit dem du dich selbst beschäftigen solltest, sondern lieber dein Steuerberater für dich erledigen sollte, dann such dir doch einen Steuerberater, der dir deine Buchhaltung erledigt. Wir zum Beispiel sind schon so ein Steuerberater. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gern auch bei all diesen Fragen. Alle Informationen zu unserem Angebot bekommst du, wenn du einmal hier klickst. Du kannst aber natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, um uns ein bisschen näher kennenzulernen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.